Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach dem Regionalligaspiel SV Spielberg gegen den TSV Steinbach. Im Stand bekanntlich 1:0. Bei mir sind die beiden Cheftrainer, zu meiner Rechten Thomas Tatarisch vom TSV Steinbach. Herzlich willkommen. Und unser Cheftrainer Hartmut Kaufmann. Herr Tatarisch, was haben Sie heute bei Ihrer Mannschaft am meisten vermisst? Ja, schönen guten Tag erstmal allen zusammen. Wir haben gerade im Kreis darüber gesprochen, dass wir uns das heute sicherlich anders vorgestellt haben. Erstmal Glückwunsch an SV Spielberg für den Sieg. Man kann jetzt nicht unbedingt davon sprechen, dass er verdient war, aber man kann schon sagen, dass Spielberg heute einige Dinge richtig gut gemacht haben. Und zwar ein Tor geschossen und mit Leidenschaft dafür gesorgt, das 1:0 zu halten. Wir wussten um die Schwierigkeit dieses Spiels auf einem sehr, sehr ekelhaften Platz gegen eine Mannschaft, die unter uns steht, die ums Überleben kämpft. Das wussten wir, das war uns vorher schon bewusst, ne, dass es heute nur über Kampf, Leidenschaft, Zweikämpfe, zweite Bälle geht. Und da waren wir einfach in der Anfangsphase nicht wach genug. Und das ärgert mich natürlich maßlos, ja, dass wir die erste Phase des Spiels einfach verschlafen haben. Und darüber werden wir natürlich reden. Nichtsdestotrotz hat die Mannschaft probiert, wieder zurück ins Spiel zu kommen. Hat so das eine oder andere an Torchancen herausspielen können, was aber dann halt irgendwie dann ja, durch Unvermögen unserer Seite nicht sauber zum Abschluss gekommen ist. Von dem her müssen wir uns heute den Vorwurf machen, ja, nicht an unsere hundertprozentige Leistungsfähigkeit gekommen zu sein. Daran müssen wir arbeiten in den nächsten Tagen, damit wir schleunigst wieder die Kehrtwende schaffen und dann hoffentlich dann bald auch wieder auf Punktejagd gehen. Hartmut, das ist ein Sieg für die Moral und für das Selbstvertrauen der Mannschaft. Ja, klar. Ich habe es ja schon unter der Woche gesagt, dass ich das Auftreten in Freiburg von der Mannschaft nicht gut fand. Ich erwarte von der Mannschaft, oder ich habe es mit Ihnen besprochen intern, dass ich heute eine Reaktion sehen möchte. Und das haben sie gut gemacht. Von der ersten Minute an haben sie auf diesem, ich denke mal, doch nicht so schlecht bespielbaren Platz, weil so schlecht war er jetzt nicht, haben sie richtig gut versucht, in die Zweikämpfe reinzukommen, den Druck auf den Ball auszuüben. Und das haben sie hinbekommen, haben Steinbach nicht zum Zug kommen lassen, haben sie ja in der ersten Halbzeit zu Fehler gezwungen im Spielaufbau und so haben wir sie ein bisschen aus dem Rhythmus bekommen. Sind dann auch belohnt worden mit unserem Tor. Zweite Halbzeit, okay, waren wir ein bisschen zu tief gestanden. Ich habe dann nochmal versucht, ein bisschen, dass wir einfach ein bisschen höher stehen. Aber das ist halt so vom Spielverlauf her. Aber ich habe meine Jungs dann angemerkt, sie sind nicht in Hektik verfallen, sie sind ruhig und sachlich geblieben. Gerade vom Torwart angefangen, über unsere Abwehr bis dann vor den Sturm. Also ich denke mal, das hat sich dann auch verdienter Sieg, sage ich, weil die Jungs, das was zur letzten Saison oder teilweise in den Spielen, diese ruhige, sachliche Art, heute zumindest in der zweiten Halbzeit wieder richtig gut gemacht haben. Und ich denke mal, dass aufgrund der ersten Halbzeit, so wie wir uns da verhalten haben und wie wir das hinbekommen haben, auch der Sieg verdient war. Ja, der war natürlich wichtig für die kommende Aufgabe am Dienstag. Wir haben gewonnen, Waldorf hat gewonnen. Das gibt eine interessante Partie. Unser Ziel ist es, in das Pokalfinale zu kommen. Eine gute, interessante Aufgabe mit Waldorf. Und ich denke mal, wenn man mit der gleichen Leidenschaft und mit dem Wille und mit der Unterstützung und da mal ein großes, großes Kompliment an unser Fanclub, was die wieder darüber aufgebaut haben und auch organisiert haben. Richtig cool, was die Jungs da gemacht haben. Und wenn wir das am Dienstag auch wieder hinbekommen, dann werden wir da vielleicht kein schönes Spiel abliefern, aber ein erfolgreiches Spiel. Vielen Dank. Bedarlich bedeutet diese 0:1-Niederlage in Spielberg, dass Ihre Mannschaft bis zum Saisonende und im Klassenerhalt in der Regionalliga bangen muss? Also für uns waren es 15 Endspiele vom ersten Tag an in der
in dem jetzigen Jahr. Und für uns erinnert sich in keinster Weise irgendwas. Vielleicht hat bei dem einen oder anderen einfach die erste Phase, die wir sehr, sehr gut bespielt haben, einfach im Kopf etwas bewirkt, um nicht mehr an die Grenzen zu gehen. Und das ist halt das, was mich einfach total ärgert und muss auch sagen, dass ich total enttäuscht bin. Und das wird sich sicherlich ändern in den nächsten Wochen. Vielen Dank, Bernhard. Hartmut, gibt es schon eine Diagnose zur Verletzung von Marius Schäfer? Nein, Diagnose weiß ich jetzt noch nicht. Ich habe nur gesehen, dass sie ihn behandelt haben. Der Hans und der Marcel haben sich gekümmert um den Marius. Ich denke mal, sie haben mal kurz vorgehabt, vielleicht noch mit ihm ins Krankenhaus zu fahren. Aber das entscheidet die Jungs, die machen das schon. Die tun den Marius schon wieder zusammenpflegen, dass es passt. Und dann bedanke ich mich bei Thomas Bedaric, wünsche einen guten Heimweg und viel Erfolg. Danke. Dankeschön. Danke.